tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Elevoltek vor. Elevoltek ist die Weiterentwicklung von Elekid und Elektek und hat wie diese einen Elektro-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Boden, eine Resistenz gegen Stahl und Flug sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Elektroattacken gibt. Bei seinen Basiswerten sticht sein starker Angriffwert als erstes ins Auge. Dazu hat es eine gute Initiative, einen guten Spezialangriff und auch eine gute Spezialverteidigung. Seine KP sind okay und lediglich seine Verteidigung hängt ein bisschen hinterher. Die EV verteilt man bei Elevoltek am besten voll in Angriff und Initiative. Ob man hier ein hartes oder ein frohes Wesen nimmt, ist Geschmackssache. Ich bevorzuge jedoch mehr Speed immer über 10% extra Schaden. Als Fähigkeit nimmt man Starthilfe. Diese gibt Elevoltek eine Immunität gegen Elektroattacken und erhöht seine Initiative um eine Stufe, wenn er von einer getroffen wird. Als Attacken nimmt man Donnerschlag, Erdbeben, Eishieb und Ruckzuckhieb. Donnerschlag ist die Step-Attacke und kann auch beliebig durch Stromstoß ersetzt werden, wenn einem 20% mehr Schaden den Rückstoßschaden wert ist. Eishieb ist die beste Coverage für Elektro, die man sich wünschen kann. Erdbeben trifft Lantern und Magnetzone noch effektiv, die den anderen Attacken resisten, und Ruckzuckhieb ist zwar eine schwache, aber dafür vorhandene Prio-Attacke, die ich liebend gerne mitnehme. Wer keine Prio braucht, kann hier auch Kreuzhieb oder Feuerschlag mitnehmen. Als Item benutze ich gerne eine Offensivweste, um die Spätzdef zu boosten. Ein Expertengurt unterstützt jedoch die gute Coverage von Elevoltek ebenfalls. Wenn ihr es im Kampf effektiv nutzen wollt, solltet ihr versuchen, euren Gegner eine Elektroattacke rauszulocken, um Elevoltek reinzuwechseln und anschließend mit wahnsinniger Geschwindigkeit den Gegner zu überholen und gnadenlos draufzuprügeln. Gute Teampartner für Elevoltek sind daher Wasser- und Flug-Pokémon, um Elektroattacken zu provozieren. Auf der anderen Seite aber auch allgemein physisch-defensive Pokémon, da ihr Elevoltek nicht unbedingt den unresisteten physischen Attacken drin lassen wollt. Wie immer gilt jedoch, dass ihr das Team nicht zu sehr um ein einzelnes Pokémon baut. Das war's dann aber auch schon von meinem Elevoltek. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen und ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest.